Servus, guten Morgen. Auf geht's zu einem kleinen Hike and Fly, also einem Climbing Fly. Und zwar machen wir heute in Helikraft Klettersteig am Hochkar. Ja, jetzt sind wir gerade mitten am Zustieg. Packen tun wir da direkt unten bei der Teilstation. Da geht's anfangs über die Pisten und dann einen kleinen Zustieg bis zum Klettersteig. Dauert nicht mehr lang, dann sind wir dort. Eine halbe Stunde sollte der Zustieg dauern. Laut Topo. So, im Zustieg, da haben wir schon geschafft. Da sind wir schon direkt beim Einstieg zum Helikraft-Klettersteig. 100 Kletterhöhenmeter hat die Tour und ist ziemlich höchst eine leichte Tour. Ein paar Zielstellen sind dabei. Und was ganz neu ist, seit 2017 gibt es einen neuen Einstieg über die coole Himmelsleiter. Jawohl, jetzt heißt es anseilen und dann haben wir sie rein. So, auf geht's mit der Tour. Und schöne Aussicht auch noch dazu. Geil. Hängt wirklich ein bisschen schief die Leiter. Ja. Ja, es geht voll gut voran, macht richtig Spaß und ein paar Seilbrücken haben sie auch eingebaut, sind ganz schön wackelig. Das Gipfelbuch haben wir schon erreicht, also ich glaube so ziemlich die Hälfte haben wir schon vor der Tour, also nicht mehr lang, dann sind wir fertig. Und da sieht man aufs Skigebiet runter, da unten ist das Traxlerloch, wenn das wer kennt, für euch Skifahrer. Seilbrücke Nummer 3 und die schöne Aussicht. Ups. Jawohl. Gut gemacht. Geschafft haben wir es. Ja. Da sind wir direkt am Aufstieg. Ein kleines Gipfelkreuz ist da. Und eine super Jausenstation. Jetzt geht es weiter durch die Latschen zur Skigebiste und da geht es entweder runter, aber ich gehe natürlich dann weiter rauf, drüben auf die Westseiten und wenn der Wind passt, möchte ich die dort noch starten, einen Abgleiter machen. Weiter geht's da durch die Buschen da.
Ein Blick retour zum Helikraft-Klettersteig. Ja, da sind wir jetzt da am Startplatz. Eine kleine Abweichung zum Gipfel sind wir noch gegangen, vom Hochkar. Und ja, die liegt auf anderen Westschulter herüben. Und da starten wir jetzt raus. Wind schaut wirklich gut aus. Ein bisschen schwächer als wie auch gesagt. Aber perfekte Startbedingungen. Du hast ja viel mehr, gell? Toi, toi. Hui. Direkt vor uns ist er schon. Oh, ein richtig gemütlicher Abwärter. Wunderschön. Juhu! We are back on the ground. Oberfliegen ist immer die bessere Wahl, als zu Fuß runtergehen und mein Auto zurück. Ja, schönes Tagel heute, wunderschöner Sonnenschein. Ein paar thermische Wolken sind, aber ich weiß nicht, hab irgendwie gar nichts erwischt, ehrlich gesagt. Hier super, zusammenpackt sind wir. Da sieht man nicht mehr auf dem Landeplatz, das ist wirklich eine wunderschöne große Wiese. Und der Talwind, der kommt gleich von Norden einer. Das heißt, aus zur Richtung Norden ist gleich meistens zum Landen. Genau. Jetzt warten wir eigentlich nur mehr aufs Taxi. Und da gleich neben dem Landeplatz ist da die Info dafür. Da ist mein Taxi. Hallo.